Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute: Frankreich in der Prophetie. Wenn es Olympische Spiele gibt, dann ist die Eröffnungszeremonie immer etwas ganz, ganz Besonderes. Das geht in die ganze Welt. Da sind also nicht nur Millionen, sondern man kann schon fast sagen Milliarden von Zuschauern dabei. Und da kann man also einiges präsentieren, zu zeigen, was man hat, wie viel Geld man dafür hineingesteckt hat. Und da wird geprobt und durchorganisiert. Und das kostet Millionen, Milliarden von Summen. Und die neueste Technik und alles wird aufgewandt, damit eben alle auf der Welt sagen, wow, also sowas hat es noch nie gegeben. Weil es muss wieder eins drauf sein von dem, was bisher war. Und um etwas zu steigern, muss man natürlich auch provozieren. Und diese Provokationen, die man diesmal hier von Frankreich aus um die Welt geschickt hat, waren von einer derartigen Provokation, dass manche Fernsehsender aus gewissen Staaten die Übertragung abgebrochen haben, weil sie das ihren Sehern nicht zumuten konnten, so etwas anzuschauen. Die haben einfach weggeschaltet. Zum Beispiel das türkische Fernsehen, ein muslimischer Staat, hat gesagt, also was hier symbolisiert wird, das ist sowas von unter der Gürtellinie, das können wir nicht mehr akzeptieren. Jetzt ist die Frage, wie kommt Frankreich in so eine Rolle? Warum machen die so etwas? Und da gab es ja Proteste von allen möglichen Seiten. Denn das, was also die Gemüter dabei am meisten erregt hat, und das ist dann auch das, was haften bleibt. Nicht, da gibt es ja vieles, was gezeigt wird, aber was sich dann in die Gehirne einbrennt, wenn man heiligste Ereignisse einer Religion in den Schmutz zieht. Und das, was ja mit Abstand der Höhepunkt von Jesu Opfergang ist, dass er beim letzten Mal, wo er mit seinen Jüngern beisammen ist, seine Liebe kundtut, indem er, wo sie also dieses Fest miteinander feiern, dieses Passafest, er diesen Traubensaft nimmt und sagt, das ist mein Blut, das ich für euch gebe. Also du kannst dir kein größeres Opfer bringen, als dass du dein Leben gibst. Das ist absolut das Größte an Liebesbeweis. Und das Thema bei dieser Olympiade war die Macht der Liebe. Und Jesu Liebesdienst ist also das Größte, was es gibt. Und jetzt wird gerade dieser Liebesdienst in den Schmutz gezogen, indem alles rein auf den Eros, auf die sexuelle Seite hin transferiert wird, also völlig einseitig. Und das hat natürlich einen Aufschrei gegeben, weltweit, sodass auch große Firmen, die da vorher mit großen Summen unterstützt haben, gesagt haben, da ziehen wir uns zurück. Das geht einfach zu weit. Das ist zu extrem, zu provokant. Und das ist natürlich denen, die das organisiert haben und vorbereitet haben, völlig bewusst, in welches Wespennest sie da hineinstechen. Aber sie haben es bewusst gemacht und haben dafür Milliarden investiert. Also wenn man so etwas durchführt, dann hat man also einen bestimmten Plan. Und um das besser zu verstehen, gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte und schauen uns eine Landkarte an, eine historische Schulwarnkarte. Was hat es mit Frankreich und Religion auf sich? Wir haben hier eine Karte über die Konfessionen in Europa nach 1648. 1648 war also das Jahr, wo man nach 30 Jahren Krieg irgendwann festgestellt hat, von römisch-katholischer Seite, ist nicht zu gewinnen. Die haben 30 Jahre gebraucht, um draufzukommen, können wir nicht gewinnen. Hoffentlich dauert es bei der Ukraine nicht so lange. Wird auch nicht so lange dauern.
Da war also dieser westfälische Friede, weil man in dieser Phase hier, rot eingerahmt, sehen wir das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und hier tobte der Krieg, dass am Ende die Bevölkerung um ein Drittel reduziert war nach diesem 30-jährigen Krieg. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Menschenmassen waren. Da wurden ganze Städte ausradiert, so wie Magdeburg. Was bedeuten die Farben hier? In der Reformationszeit, also gut 100 Jahre vorher, ist in dieser Gegend, also in Sachsen und Sachsen-Anhalt, das waren so die Kerngebiete, durch die Reformation, die Martin Luther angeregt hat, eine Wellenbewegung durch Europa gegangen. Und alles, was hier in dieser Farbe ist, in diesem bräunlich-gelben Ton, diese Gebiete wurden protestantisch, lutherisch, protestantisch. Parallel zur selben Zeit in der deutschen Schweiz und in der französischen Schweiz dann auch anschließend, aber zuerst in der deutschen, durch Zwingli, das sind die gelben Gebiete, hat sich die Schweizer Reformation parallel entwickelt und hat Früchte getragen in den Niederlanden und hier im Westen vom deutschen Gebiet. Also heutiges Niedersachsen, haben wir wieder Sachsen drinnen, Nordrhein-Westfalen. Und in Schottland, weil hier die Herrscherin voll auf diesen Zug auch aufgesprungen ist. Zum Beispiel hier in Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland. Deswegen, weil bei diesem außergewöhnlichen Reichstag in Worms 1521 am Rhein, wo Luther vorgeladen worden ist, um zu widerrufen, und er nicht widerrufen hat, 207 Fürsten anwesend waren, also die mächtigsten in Europa. Nicht nur die aus Deutschland, sondern auch aus anderen Staaten waren die eingeladen worden, weil das Antrittsszenario des neuen Kaisers war im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Karl V., der Habsburger, war jetzt der neue Kaiser und die Fürsten kamen alle nach der Devise "Geh mal Kaiser schauen". Wie schaut denn der aus, der junge Mann mit seinen 21 Jahren? Was wird der uns bescheren? Ja, das Erste war, dass sie gemerkt haben, der versteht uns nicht. Der kann gut Spanisch, aber nicht Deutsch. Denn dort ist er aufgewachsen. Aber Hauptsache, man hat die Steuereinnahmen als Kaiser, das ist wichtig. Ob er versteht, was die Leute wollen, wenn man sich das vorstellt, der kann gar nicht Deutsch und wird deutscher Kaiser. Aber wenn man das Geld hat und die Wahlmänner bestechen kann, wie viele Wahlmänner gab es damals? In Deutschland gab es damals schon eine Wahl zum Kaiser. 7 Wahlmänner. 7 wählen. 4 weltliche Adelige und 3 geistliche Adelige. Und die machen sich aus, wer der neue Kaiser wird. Gewählt hätte eigentlich werden sollen der Kurfürst von Sachsen. Und da er aber Friedrich der Weise heißt, wohl deswegen, weil er darauf weise verzichtet hat. Er war schon so über die 60 und hat sich gedacht, das tue ich mir nicht mehr an. Manche sind schon 81 und wollten sich das antun im US-Wahlkampf. Der war vor 500 Jahren schon weiser. Gesagt, nehmt einen Jüngeren. Und das war aber sehr wichtig, dass er zuerst der wichtige Mann war. Denn der eigentlich hätte gewählt werden sollen, da waren sie dafür. Irgendwie haben sie erkannt, der ist doch einer, der da weise vorgehen könnte. Aber das wurde jetzt insofern wichtig, weil genau in seinem Gebiet, nämlich in Sachsen, es so war, dass dort die Reformation losging. Und er hat das sehr geschickt, nicht nach außen hin, aber innerlich schon, unterstützt hat. Hat sich das aber nicht so anmerken lassen. Nach außen hielt er sich ganz bedeckt, so klassisch wie das Politiker machen, bin weder dort noch da, bin überall zu Hause. Aber in Wirklichkeit war er voll für Martin Luther eingestellt, weil er erstens
als seinen Sekretär, der also im Grunde alles gelenkt und geleitet hat, das war gewissermaßen sein Premierminister, sein Kanzler. Dieser hat also gemeinsam mit Luther Jura studiert. Und die zwei kannten sich also schon von der ganzen Studienzeit her. Und daher war der Fürst bestens informiert über Luther. Und diese Art und Weise hat sich dann so gezeigt, dass also dieser Fürst, Friedrich der Weise, der hätte gewählt werden sollen, dann gesagt hat, wir laden Luther ein zu diesem Reichstag nach Worms, 1521. Der Reichstag, obwohl er so heißt, dauerte Monate, war also ein Reichsmonate-Angelegenheit. Und am 17. und 18. April war es dann soweit, da kam Luther dran, es hat dann einen Tag länger gedauert, weil er am Vorabend vor die Wahl gestellt wurde, zu widerrufen oder den Kopf zu verlieren, ein Aschenhäufchen zu werden, denn man hat ihm klargemacht, der Rhein soll seine Asche aufnehmen, nachdem er verbrannt ist. Ist ja schön, wenn du weißt, wo du dann bist mit deiner Asche. Und jetzt sollte er entscheiden, will ich, dass der Rhein meine Asche aufnimmt oder sage ich, ja, ich widerrufe alles, sag, habe mich geirrt, alles, was ich geschrieben habe, na, wie konnte man nur sowas schreiben, das hätten sie gern gehört. Und als er vor die Wahl gestellt wird, hat er den Mut zu sagen, ich brauche Bedenkzeit. Es war ja klar, worum es geht, aber er bittet drum. Und die hat er wirklich gekriegt, die haben sie ihm zugestanden, noch eine ganze Nacht dazu. Jetzt stell dir vor, du bist 38 Jahre alt, weißt, wenn ich das sage, bin ich tot und wenn ich das sage, lebe ich. Ist ja einfach, oder? Ja, aber der denkt weiter, dieser Luther. Der denkt nämlich dran, ja, jetzt lebe ich dann, aber dann stehe ich einmal vor Gott und der wird sagen, ich habe dir das eröffnet durch den Geist Gottes. Du hast jetzt gewusst, worum es geht und ich habe dich berufen als Werkzeug, dass du das den anderen verkündest und hast du auch gemacht. Und jetzt sagst du, hast dich geirrt? Ich meine, wie steht der dann vor Gott da? Der ist verdammt in alle Ewigkeit. Und dafür fürchtet er sich mehr, als jetzt ein Häufchen Asche zu werden. Denn man wird ja dann, wenn man auf Gottes Seite steht, einfach wieder auferweckt. Und das ist die lange Sicht. Was hilft es dir, wenn du hier ein paar Jahre länger lebst und dann den zweiten Tod erleidest und für immer eliminiert wirst und keine Existenz mehr bist? Lieber gleich sterben und dann aber länger leben, wenn man auferstanden ist. Der war also sehr weitsichtig unterwegs. Er wollte eine nachhaltige Entscheidung treffen. Aber selbst wenn du jetzt weißt, na, das ist für die Zukunft besser, für den Augenblick nicht, aber der ganze Körper wehrt sich, weil mit 38 willst du ja noch nicht sterben. Und der hat also die ganze Nacht gerungen. Der kommt kein Auge zumachen. Und am nächsten Tag trifft er eben diese Entscheidung, nicht zu widerrufen, sondern zu bestätigen, was er alles geschrieben hat. Und das reizt die ganze Fürstenversammlung zur Weißglut. Nicht die ganze, weil einige waren tief beeindruckt und deswegen habe ich das jetzt erzählt. Nämlich, da sind auch Abgesandte von Dänemark-Norwegen, es war damals ein Königreich, zugegen in diesem Worms. Und die kommen dann halt zurück. Und dann gibt es die Adeligenversammlung in Dänemark und Norwegen. Und die fragen, na, wie war's, der neue Kaiser und was gibt's alles? Ja, da war das und da war das und das und das. Ja, und an einem Tag war da ein Mönch. Und das hat anscheinend tiefste Spuren hinterlassen, denn die berichten davon und die lauschen, die Adeligen im hohen Norden. Ja, und was hat der Mönch gesagt? Ja, und die schildern da. Und der König war nicht allzu angetan, aber der junge Prinz, der auch mit war, der ist schwer begeistert. Und die, die zuhören, sind begeistert von dem, wie der junge Prinz das darstellt. Woraufhin setzen sie den König ab, der von Luther nicht angetan war, und nehmen den jungen Prinzen und sagen, na dann sei du unser König. Und mach du das, was da in Deutschland geschehen ist. Setz du das um, was ein Martin Luther hier
vorgetragen hat. Tja, und dann kommt es dazu, dass diese ganze Gegend sich hier in eine völlig andere Richtung entwickelt, weg vom Papsttum hin zum Wort Gottes, zur Bibel. Das hat in Dänemark und Norwegen einen Riesenaufschwung verursacht, denn ein Martin Luther hat auch gesagt, gebt den Peterspfennig, also die Steuer fürs Papsttum, nicht mehr nach Rom, sondern verwendet das im eigenen Land. Gründet Schulen, bildet Lehrer aus, gründet Krankenhäuser, bildet medizinisches Personal aus, tut für die Ärmsten etwas in die Wohlfahrtskasse dafür, dass die auch versorgt werden und nicht verhungern. Lasst das Geld im Lande zirkulieren, für das Volk, nicht für die Eskapaden der höchsten Geistlichen im Vatikan, die ins Haus und Braus leben und damit die Prostituierten bezahlen und so weiter. Lasst das Geld da. Ja, und das führt dazu, dass Norwegen und Dänemark aufblühen. Da entstehen Schulen, da entstehen Krankenhäuser. Und das sehen immer Nachbarn. Nicht? Die Schweden schauen da hinüber. Jui, da geht es aber in die Höhe. Wieso das? Naja, wir bauen halt. Ja, woher habt ihr das Geld her? Ja, wir schicken es nicht mehr nach Rom, sondern wir lassen es im Lande. Ja, darf man das? Ja, wir machen es so. Ja, dann wie wäre es? Dann könnten wir vielleicht auch. Und da haben gerade von Schweden zwei Brüder eines Schmieds in Wittenberg studiert und das führt dazu, dass die zurückkommen und einem Prinzen auch begeistert davon erzählen. Der denkt, das müssen wir bei uns umsetzen und es gelingt diesem Prinzen, König zu werden. Und der war von dieser Vasa-Sorte, nicht vom Knäckebrot, sondern von der Dynastie, die sich dann in Schweden etabliert hat. Aber von der Familie haben sie den Namen gegeben. Wäre also so, wenn es bei uns ein Knäckebrot gäbe und das hieße Habsburger. So muss man sich das vorstellen. Und da Schweden und Finnland eins waren, ist der ganze Norden protestantisch geworden und gleich die ganze Gegend von Estland, Lettland, Litauen hier herunter, Preußen, Litauen noch nicht, aber Preußen mit dazu. Wie wirkt sich das jetzt in Frankreich aus? Da ging es lange Zeit hin und her. Und da sind nämlich in dieser Reformationszeit hier in Frankreich plötzlich wie die Pilze nach dem Regen die Hugenotten aus dem Boden geschossen. Wieso das? Na, das hängt damit zusammen, dass hier im Süden, in der Gegend von Toulouse, Narbonne, Montpellier und hier in den Pyrenäen, sich die Katharer, die Albigenser, die Waldenser des Südens zurückgezogen haben vor der Verfolgung. Und da gab es einen Kreuzzug von Papst Innozenz 1209 bis 1229. Und dieser Papst hat dazu aufgerufen, diese Albigenser, die Waldenser des Südens, auszurotten. Und das ging am besten so, indem man eben eine Räubertruppe dafür organisiert hat. Man hat gesagt, auf, machen wir die kalt. Aber es haben sich nicht genug gemeldet. Daraufhin hat man gesagt, wenn die Aktion stattfindet, alle Albigenser, die du umbringst und die da zum Beispiel ein Haus haben, ein Land haben, ein entsprechendes Besitztum haben, dann, wenn du den tötest, gehört das, was dem vorher gehört hat, dir. Mord wird also belohnt mit Einnahme des Besitztums des Betreffenden. Also der Papst hat aufgerufen, bringt sie um, dann könnt ihr euch bereichern, dann könnt ihr die berauben. Für jeden toten Eigentümer bist du dann der Eigentümer. Und dann kamen viele. Und zwar vor allem eben entsprechende Kriminelle, die sich gedacht haben, ja fantastisch, nicht? Da kann ich morden und dafür werde ich reich. Kann es noch was Besseres geben? Nur, dass wir wissen, was Papsttum ist.
Und dieser Innozenz III., der hat also hier einen Schlachtplan entwickelt und da kam es zum großen Abschlachten. Und viele dieser Katharer haben sich auf Schutzburgen zurückgezogen, aber da man sie 20 Jahre lang verfolgt hat, irgendwann hungerst du auch jede Burg aus, weil die einfach nichts mehr zum Essen haben, obwohl sie praktisch uneinnehmbar waren, weil sie so hoch oben auf Felsformationen waren. Jetzt hat man gemeint, man hat diese Albigenser oder Katharer, wie man sie nannte, heißt die Reinen. Die Feinde haben ihnen den Namen gegeben, die Reinen, die waren so edel. Dass die Feinde sagen, das sind die Reinen. Schon interessant. Und man hat also gemeint, die sind jetzt ausgerottet, aber als dann die Reformation kam, 300 Jahre später, sind auf einmal ganz viele wieder da. Da sind also viele in den Untergrund gegangen, haben sich in die Berge zurückgezogen, Pyrenäen, denn man sieht dann, dass auf einmal hier diese französischen Protestanten, genannt Hugenotten, da im Süden in Massen aus dem Boden schießen. Genau dort, wo vorher die Katharer waren. Die Albigenser, die Waldenser des Südens. Und auch im nördlichen Bereich, der Picardie, waren viele. Und das hat also Frankreich als eine Bewegung erfasst, dass man sagen kann, das war ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, eine große Anzahl von Gebieten war hugenottisch, protestantisch. Und so ungefähr 100 Jahre geht das hin und her. Und dann kommt ein Herrscher, der sagt, aus, Schluss, die Protestanten, die Hugenotten dürfen da nicht sein und werden ausgerottet. Eine Sache hat hier besonders gewirkt, 1572, diese Bartholomäusnacht, wo man in Paris nach Herzenslust Protestanten, Hugenotten umgebracht hat. Diese Aktion hat dazu geführt, und darum ist Frankreich so gelb eingefärbt, weil von der französischen Schweiz aus und von den Niederlanden aus hier also die Reformation lange Zeit stark gewirkt hat. Und jetzt, als das komplett verboten wurde und man die reihenweise umgebracht hat, sind die Hugenotten eben in die französische Schweiz geflohen, sind hier in den Westen von Deutschland, Rheinland, Nordrhein-Westfalen, in die Niederlande geflohen. Und das war ein Aderlass für Frankreich, das sich bis heute davon nicht mehr erholt hat. Denn es waren die besten Leute, die besten Wirtschaftskräfte. Man hatte also die Creme der Wirtschaft, die Elite, die Fleißigen, die Tüchtigen, die was bewegt haben. Die hat man vertrieben. Ja, und wer hat profitiert? Naja, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz. Und Jahrhunderte später, 2008, als die große Finanzkrise war und dann so Bewertungsinstitute den Staaten Wirtschaftsnoten vergeben haben, also gesagt haben, der Staat ist wirtschaftlich 1A, der ist eher so mittelmäßig, den kannst du vergessen, haben die Noten vergeben nach amerikanischem System, Bestnote AAA und dann geht es halt hinunter AAB, ABB, BBB und dann irgendwann kommt C und wenn du D kriegst, dann ist eh schon fast vorbei. Und der Unterschied ist, kriegst du die Bestnote, kriegst du die besten Konditionen, wenn du Geld ausborgst von der Weltbank und so weiter. Bist du aber schlecht eingestuft, musst du ganz hohe Zinsen zahlen. Und interessanterweise ist dann rausgekommen, dass all diese römisch-katholischen Staaten in Europa, wie eben Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und auch orthodoxe Staaten wie Griechenland, dass die enorm schlecht bewertet werden und nur zu ganz, ganz schlechten Konditionen Gelder aufnehmen können, hohe Zinsen zahlen müssen. Während die Staaten, die 500 Jahre vorher bei der Reformation mitgemacht haben, die Top-Staaten waren. Auf der ganzen Welt gab es nur 13 Staaten, die AAA bekommen haben. Und da waren eben genau die dabei. Deutschland, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Schon interessant. 500 Jahre später. Weil genau dieser Hugenotten-Raub
Beraubung und Vernichtung und Vertreibung dazu geführt hat, dass Frankreich die Besten verloren hat. Sonst wäre Frankreich genauso da drinnen gewesen, in diesem Kreis der illustren Gestalten, wie die anderen. Das hat sich also hier entsprechend ausgewirkt. Und warum habe ich das jetzt alles erzählt? Weil das, was jetzt bei der Olympiade präsentiert wurde in Frankreich, die Folge ist von dem, was vor Jahrhunderten dort passiert ist. Man hat die Protestanten vertrieben und jetzt hat man das Ergebnis. Und Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, als dieser Empörungsaufschrei um die Welt ging, denn wenn man immerhin beim die Abendmahlszene, die Leonardo da Vinci gemalt hat, wenn man genau dasselbe Muster wieder darstellt, diese 13 Personen, Jesus und die 12 Apostel, das aber mit Personen macht, die Transvestiten sind, sprich Männer, die sich in Frauenkleidern darstellen, wo Jesus als ein Mann leicht bekleidet mit Frauenkleidern dargestellt wird. Ich meine, kannst du das noch provozierender machen? Und dann, was sagt der Präsident dann am nächsten Tag dazu? So ist Frankreich. Ja, so ist Frankreich, wenn man die Protestanten vertreibt. Natürlich ist Frankreich nicht so, aber eine gewisse Schar, die oben in Frankreich an der Spitze ist und darüber verfügt, wer verwendet was und wie viel Geld wofür, die haben jetzt dem Ganzen den Stempel aufgedrückt. Das Interessante dabei ist aber jetzt, dass diese Aktion, die da jetzt in Frankreich gestartet wurde, wo man also die ganze Welt damit provoziert hat, denn man stelle sich vor, man macht das in einem muslimischen Staat mit Mohammed, mit dem Koran, dann ist was los. Oder wenn sie in Paris das über den Islam gemacht hätten, dann hätte Paris gebrannt. Weil die haben dermaßen viele Moslems, Einwanderer, da wäre was los gewesen. Aber hier ist also ein Hass gegenüber dem Christentum spürbar, sichtbar, wo doch in der Französischen Revolution Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gepredigt wurde. Und man hat ja, und das war das Ergebnis dieser Vertreibung der Protestanten, in der Französischen Revolution ja alles, was bisher nach Ordnung und System und Sicherheit gerochen hat, systematisch ausratiert. Und dann kam diese Zeit der Schreckensherrschaft, 3,5 Jahre, wo sowas von drunter und drüber ging, wo jeder jeden anzeigen konnte, der ist gegen die Republik und der, man hat ja die Königsfamilie umgebracht und viele andere, hat also mit den Adeligen aufgeräumt und dann kamen neue an die Macht und diese neuen haben eine Schreckensherrschaft errichtet, dass ein Arzt voller Erbarmen namens Guillotin gesagt hat, die armen Henker, die kommen ja gar nicht mehr nach, wir müssen da etwas Schnelleres erfinden mit dem Sterben und hat diese Guillotine erfunden, also dieses Fallbeil, das nach diesem Arzt benannt ist, wo er sagt, da legen wir sie drauf, das fällt runter und dann ist erledigt in einer Sekunde, weil sonst musste er vielleicht zu lange leiden. Und das heißt in den Geschichtsbüchern, dass das Wasser der Seine, dieses Flusses durch Paris, sich rot gefärbt hat von dem Blut derer, die da umgebracht wurden. Wer so anfängt, dass er Gott auf die Seite schiebt, wie das dann die Nationalversammlung in Frankreich gemacht hat, als man das Wort Gottes offiziell abgeschafft hat, dann haben sie das geerntet. Und das wurde in dem Buch der Offenbarung schon vorausgesagt, dass das geschehen wird. Wir haben das in Offenbarung Kapitel 11, da ist die Rede von den zwei Zeugen. Diese zwei Zeugen, das Wort Gottes, das Alte und Neue Testament, das Wort Gottes hat Kraft. Und zwar zeigt das auf, da gibt es einen Schöpfer und der hat dich geschaffen und daher bist du ihm verantwortlich. Wenn du aber selber Gott sein willst, ist der natürlich im Weg. Und dann empfindest du das als eine Qual, dass da noch einer oberhalb von dir ist, wenn du der Chef sein willst. Weil dann ist der im Weg. Wenn der weg wäre, ja, dann wäre ich der Größte. Und diese Art, Gott abzuservieren und wir sind selber die Größten,
hat eben dazu geführt, dass keiner mehr seines Lebens sicher war und jeder jeden anzeigen konnte und dann war der schon unter der Guillotine. Ob richtig oder falsch, der Kopf ist schon weg, also kannst du eh nichts mehr machen. Das war also eine schreckliche Zeit. Und da hat man gesehen, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Diese Ereignisse haben klar aufgezeigt, wenn keine Autorität mehr oberhalb ist und jeder tun und lassen kann, was ihm gerade in den Sinn kommt, und wenn Verrückte an die Macht kommen, dann fließt Blut. Das hat man gesehen. Weil sich keiner mehr verantwortlich fühlt in irgendeiner Art und Weise, dass er da jemand untertan sein sollte von höherer Stelle. Und da heißt es in diesem Buch Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, in Kapitel 11, Vers 7, wenn diese zwei Zeugen ihr Zeugnis vollendet haben, steigt das Tier aus dem Abgrund auf. Die Offenbarung ist ja voller Symbole, voller Bilder, verschlüsselte Codes. Und dieses Tier ist also eine mächtige Macht. Bis heute sagt man, wenn einer hoch hinaufklettert, das ist ein hohes Tier. Ist schon seltsam, obwohl er ein Mensch ist. Wird als Tier bezeichnet, weil das in der Offenbarung so dargestellt ist. Und das kommt aus dem Abgrund, also aus den tiefsten Tiefen. Eine antigöttliche Macht kommt da in die Höhe. Und das wird mit diesen zwei Zeugen, mit dem Wort Gottes Krieg führen, sie überwinden und sie töten. Und das ist in der Französischen Revolution geschehen. Das Wort Gottes wurde von einer Nationalversammlung, von einer Regierung eines Staates als obsolet erklärt, entsorgt, braucht man nicht mehr. Wir wissen schon, was richtig ist, und die Göttin der Vernunft wurde dafür entthronisiert. War eine Sängerin aus der Oper, die war dann die entsprechende. Und da steht jetzt, wenn das Wort Gottes getötet ist, ihre Leichname, Vers 8, werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Der Herr wurde in Jerusalem gekreuzigt, oder? Darum ist es hier hinzugefügt, im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten. Das sind die zwei Kennzeichen, die herauskommen, wenn der Höchste auf die Seite geschoben wird. Dann kommt es zu Sodom und zu Ägypten. Wofür stehen die zwei Begriffe? In keiner anderen Stadt waren die sexuellen Verirrungen größer als wie in Sodom. Und deswegen wurde diese Stadt mit Feuer vom Himmel von oben her verzehrt. Und das wird als ein Beispiel hingestellt. Sobald du Gott auf die Seite schiebst, werden alle Dämme gebrochen, dann kommt die große Flut, nämlich in dem Sinn, dass Werte, moralische Werte, wegschwimmen mit dieser Flut. Dann ist es vorbei. Aus und vorbei. Das ist das eine Element und das sieht man genau, was die jetzt bei der Olympiade gemacht haben. Das war also Sodom im klassischen Sinn. So könnte man das überschreiben, wie sie hier das Abendmahl dargestellt haben, wobei man dann versucht hat, das ist ja alles nur symbolisch. Ja, ja, sie haben symbolisch dargestellt, wie sie das Ganze sehen. Dass die Liebe Jesu, wo er sein Leben gibt, ganz in das Sexuelle abgleitet und wo da Kinder getanzt haben auf eine Art und Weise, wo man sich nur ekeln kann und die da missbraucht wurden dafür. Ägypten, was haben die Israeliten erlebt, als Mose und Aaron vor den Pharao von Ägypten traten, lass unser Volk ziehen? Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste? Und das ist das, was in Frankreich geschehen ist. Was brauchen wir? Gott? Wir sind selber Gott. Uns schreibt keiner was vor und dann hast du die Verirrungen von Sodom her. Und das hat man jetzt alles dargestellt. Und der Präsident sagt noch, so ist Frankreich. Natürlich nur eine dünne Oberschicht, die es geschafft hat, mit dieser Gesinnung die Macht zu erringen. Glücklicherweise ist nicht Frankreich so, aber die, die oben angekommen sind, die sind so. Weil die haben die Macht, das so zu gestalten. Und da steht jetzt weiter, und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang
Das ist die einzige Zeitweissagung in der Bibel mit 3,5 Tagen. Und in der Prophetie bedeuten die Tage Jahre, 3,5 Jahre. Das haben wir nur da. Und das waren diese 3,5 Jahre der Schreckensherrschaft der Französischen Revolution. Und da steht, dass die daraufhin nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Das heißt, das ist ja das Mindeste, wenn jemand schon tot ist, dass er wenigstens ehrenvoll bestattet wird. Aber das Wort Gottes wird dermaßen in den Schmutz gezogen. Man hat dann damals das so gemacht, wenn eine Kirche war, hat man einen Pferdestall draus gemacht, wo die ihren Mist dann auf den Boden fallen lassen, die Pferde, und wo es da stinkt und entsprechend aussieht, und das in der Kirche drinnen, um zu zeigen, das ist alles Mist, das Christentum. Und das, was jetzt da in der Olympiade gezeigt wurde, war genau diese Botschaft. Christentum ist Mist. Es wurde nicht der Hinduismus angegriffen, nicht der Shintoismus, nicht der Islam, nur das Christentum. Und hier im Besonderen Jesus, denn der ist ja das Zentrum beim Abendmahl, der sein Leben gibt. Aber das Thema war bei der Olympiade, bei der Eröffnungsfeier, die Macht der Liebe. Abgrundtief, die aus dem Abgrund, das hier aufsteigt. Und jetzt kommt es noch, und das, also das ist auch hochinteressant, die auf der Erde wohnen, werden sich über das freuen, was da geschehen ist, also eben auch die in derselben Schicht angesiedelt sind wie Macrons Freunde, und sie werden sich freuen, frohlocken, einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten, das Wort Gottes, diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnten. Wieso quält das Wort Gottes Menschen? Ja, die, die nicht danach handeln wollen. Nicht, wenn da einer ein Mächtiger ist und möchte sich vergreifen in sexueller Weise an Minderjährigen, dann quält ihn das Wort Gottes, weil er sagt, das sollst du nicht tun. Und wenn er aber das Wort Gottes wegwischt, er hat die Macht und kann alles tun. Hier ist der Grund von dem Ganzen. Und sie fühlen sich also gequält, weil sie eingeschränkt sind. Sie nennen das Freiheit, aber es ist Zügellosigkeit, was sich hier die Mächtigen herausgenommen haben. Und dass das Ganze da aufgeflogen ist mit den Reichsten der Welt, wie die da minderjährige Mädchen für die Reichsten zusammengeholt haben und sich an ihnen vergangen haben, dann hat man das mit ein paar Millionen abgedeckt und dann war wieder Ruhe. Keiner kam ins Gefängnis von denen. Aber wie geht das Ganze aus in der Französischen Revolution? Nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße, nämlich das Wort Gottes, das Bild, sie werden wieder lebendig und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Das geht am Ende ganz anders aus. Das war jetzt nur ein Zwischendurcheffekt. Da wird etwas ganz anderes sein. Und jetzt kommt das Wichtigste vom Ganzen. Das, was also damals in der Französischen Revolution durchgezogen wurde und wo man diesen Geist jetzt wieder gesehen hat bei dieser Olympiaeröffnung, was die daraus machen, dieser Geist, dieser negative vom Tier aus dem Abgrund, von Satan, dieser negative Geist ist in vielen westlichen Kulturen jetzt von einer kleinen Oberschicht durchgezogen worden. Und es schaut aus, die können das nach Belieben ausbreiten. Aber damals war das Ergebnis, dass gerade nach dieser Französischen Revolution Bibelgesellschaften auf der ganzen Welt entstanden sind. Und ein Voltaire vor der Französischen Revolution, dieser französische Philosoph und Staatsmann, hat gesagt, ich habe es leid, das mitzuerleben, dass es heißt, 12 Männer hätten da die Welt bekehrt mit dem Evangelium, mit dem Christentum. Ich werde beweisen, dass ein Mann genügt, um das Ganze umzustoßen, nämlich ich, der Voltaire. Ich mache das als Philosoph. Und was war nach seinem Tod? Bibelgesellschaften entstehen und heute ist die Bibel das meistverbreitetste gedruckte Buch in den meisten Sprachen mit der größten Auflage von allen Büchern, die es auf diesem Planeten gibt. Es ist gerade das Gegenteil herausgekommen. Und trotzdem ist es so einer Minderheitenschicht gelungen,
speziell in den westlichen Staaten, an die Oberfläche zu kommen, Macht auszuüben. Aber so wie das hier in Frankreich war und jetzt in der westlichen Welt durchgezogen wurde, das ist also das Musterbeispiel für die G7-Staaten, USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien und Japan, diese sieben, wo früher noch Russland dazugehört hat, das man hinausgeworfen hat, diese sieben verkörpern diesen Geist. Aber das wird ein Ende finden. Aber vorher kommt es noch zu einer großen Zusammenschau, wo die Dinge um die ganze Welt gehen, wie es jetzt hier durch diese Übertragung in die ganze Welt ging. Aber am Ende, und das ist das Schöne dran, wie die biblische Prophetie es sagt, wird das Ganze so untergehen, wie es gekommen ist. Das ist nur ein Zwischenergebnis, wo man geschockt ist, wie blasphemisch, gotteslästerlich man umgehen kann. Aber es ist nur die Folge von dem, was eben damals geschehen ist, als man die Protestanten aus Frankreich vertrieben hat. Das ist das Endergebnis. Es hat also alles in der Geschichte seine Folgen. Und im Dreißigjährigen Krieg, weil da 1648 eben steht, das Ende des Dreißigjährigen Krieges, hat die römisch-katholische Seite 30 Jahre lang versucht, den Protestantismus in Deutschland auszurotten. Und das wäre auch geglückt. Aber dann kam jemand aus dem Norden zu Hilfe. Die Schweden waren bis dorthin ein völlig unterentwickelter Staat ohne irgendeine Bedeutung. Aber da war ein Schwedenkönig, Gustav Adolf II., seine Mama war eine Deutsche. Und da hat er irgendwie mütterlicherseits eine Wärme verspürt, der konnte besser Deutsch als Schwedisch. Und der kam mit seinen Truppen den Protestanten in Deutschland zu Hilfe. Und 30 Jahre lang hat die römische Seite alles versucht, den Protestantismus niederzuringen. Aber die Schweden waren dieses Gegengewicht, das das aufgefangen haben. Und die römische Seite hat 30 Jahre gebraucht, um zu begreifen, können wir nicht gewinnen. Dann haben sie es irgendwann aufgegeben, nach 30 Jahren. Und in diesen Jahren wurde eben Deutschland massakriert. Die waren die Leidtragenden. Und sowas scheint sich jetzt gerade wieder anzukündigen. Dass wieder auf diesem Boden, nämlich gerade dort, wo der Protestantismus seinen Anfang nahm, das ist so ein Hass, der hier sichtbar wurde bei dieser Olympiade, bei dieser Eröffnungsfeier. Ein Hass auf Jesus, der in seiner Liebe alles für uns gegeben hat. Wenn man sich das vorstellt, da macht der Sohn Gottes alles für uns und das wird in den Schmutz gezogen. Das wird mit Dreck beworfen. Also das kann nur satanischer Hass sein, weil man das Edle, Wahre, Gute auf die Seite schiebt. Ja, was wirst du dann ernten? Frankreich in der Prophetie. Und wir erleben das jetzt. Und das hat weltweite Ausbreitung gefunden. Aber das Pendel wird in eine andere Richtung schlagen. Und letztendlich wird das Lamm, das so verunglimpft wurde, siegen. Wir wollen beten miteinander. Danke, unser Herr und Meister, dass du uns durch dein Wort so vieles aus der Geschichte lebendig werden lässt, auch was sich in Zukunft ereignen wird und was hier alles geschehen ist, weil Menschen sich eher dem satanischen als dem göttlichen Geist zugewandt haben. Und wenn Regierungen dich nicht mehr als obersten Herrn anerkennen, sondern sich selbst als Gott sehen, dann wird es gefährlich, nämlich für die Untertanen. Denn dann werden Entscheidungen getroffen, wo aus Wind Sturm wird, ja, wo ein Orkan wieder über Europa fegen wird. Danke, Herr, dass du am Ende der Sieger bist und alles befrieden wirst für die, die dir treu sind. Amen.